Und ja, ihr seht schon, neue Landschaft, nicht mehr das, was vorhin war beim letzten Let's Play. Ja, das Problem war, ich konnte via Tab das Inventar nicht mehr öffnen. Es hat immer einen Absturz gegeben. Und darum fangen wir jetzt einfach nochmal neu an mit Salt. Es gab irgendwie ein Update. Ich konnte nur noch nicht wirklich herausfinden, was genau in diesem Update drin war. This is nothing. Wait, that item. Ah, Mist. Ich war ja im Crafting-Dings. Da geht es natürlich nicht. Ja, wir schauen mal ins Crafting-Buch. Irgendwie habe ich da gelesen, dass man da jetzt a number of basic recipes. Irgendwie ist immer noch das gleiche drin wie vorhin, glaube ich. Also ich merke hier gerade nichts. Und das ist das Buch des Tagebuchs. Gut, dann fangen wir halt nochmal an. Wir sammeln jetzt mal ein bisschen Holz und Stein und suchen hier mal nach Holz und Stein. Ne, eigentlich nur nach Holz. Hier haben wir Plant Fibers, die wir gefunden haben. Ja, ich kenne jetzt das Spiel immer noch nicht besser als vorhin. Es gab irgendwie ein Update. Ich habe Bambus gefunden. Das ist ja schon mal schön. Irgendwie sieht die Insel noch ein bisschen anders aus als vorher. Aber jetzt mache ich mir zuerst mal einen Knüppel. So. Aha. Sobald du was im Inventar hast, bleibt das Spiel hängen. Nun ja, dann warten wir mal ein bisschen, weil vorher hat es auch gesponnen, also besser gesagt, war hängen geblieben und jetzt geht's. So, craften wir mal einen Knüppel. Crafting. Ich glaube, Bambus kannst du nur Fibles machen, das machen wir gleich mal. Ein Fibel für ein Bambus. Das kann dir auch niemand erzählen. So, wir packen unseren Knüppel in die Hand und hauen mal auf diesen Baum ein. Boah, was ist denn das für eine helle Fläche? Ja, ihr merkt schon, sie haben irgendwas an der Insel gemacht oder ich bin auf einer anderen Insel gerespawnt. Auf jeden Fall sieht diese Insel anders aus als die, was ich bis jetzt gehabt habe. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt unbewohnt ist oder doch bewohnt ist. Auf jeden Fall brauche ich jetzt erstmal eine Menge Holz, damit wir uns ein Floß bauen können und mit diesem Floß dann auf die anderen Inseln können, wo auch Nahrungsmittel zu finden sind und natürlich andere Stämme. Ja, nur irgendwie habe ich bis jetzt noch nicht wirklich viel Holz gefunden. Wo haben denn die das Zeugs versteckt? Alles grün, aber nichts Holziges. Nein, auch da nichts. Auch hier nichts. Nein, jetzt bin ich einmal sicher um die Insel rumgelaufen. Immer noch kein Holz, dann laufen wir mal wieder hoch. Ah, da vorne habe ich Holz gesehen. Ja, Holz. Wir brauchen 7 Holzstämme, um ein Floß zu bauen. Das ist Stein. So. Genau, das sind Steine. Wir können jetzt schon mal Pfeil rein theoretisch machen. Ja, ich gehe noch mal da rein. Mal schauen, vielleicht hat es jetzt
andere Rezepte gegeben. Nein. 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 Ja gut, mit dem könnten wir einen Pfeilbogen machen. Aber ich denke mal, es ist gescheitert, das noch nicht zu machen, sondern... Sondern wir werden hier zuerst mal so weit sammeln, dass wir uns ein Floß bauen können. Und ja, wir sind hier irgendwie in einer größeren Map, kommt mir das vor. So, noch mehr Holz. War das jetzt das gleiche Holz? Ja, komm, Crafting. Ja, normales Holz. Da unten habe ich noch Holz gefunden. So, wichtig ist, dass wir Holz finden für ein Floß, damit wir ein bisschen, wie soll ich sagen, flexibler sind. Oh, hier liegt ja Holz. Meine Güte. So. So, das auch noch. Und ja, jetzt habe ich einen Hardwood gefunden. Mit dem könnte ich einen Hardklapper unten machen. Aber keine Pfeile. Einen Pfeil könntest du machen. Ja, dann machen wir einen harten Pfeil. Bogen draus. Der ist ein bisschen stabiler. So, hier haben wir noch Holz. Und da haben wir einen Baum. Also ich muss sagen, Steine habe ich jetzt noch nicht so viel gefunden. Hier auf dieser Insel. Aber das kommt schon noch. Ich weiß nicht mal, wo wir vorhin waren. Ach, ist alles so hell. Und eine Option hast du auch nicht im Spiel irgendwas einzustellen. Irgendwann kannst du das Grüne sicher auch noch irgendwie abbauen. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? Fünf. Ja, super, jetzt habe ich keine Fibels mehr. Beim letzten Mal habe ich hier noch eine Kiste gefunden mit sehr nützlichen Sachen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Sachen auch dieses Mal hier irgendwo liegen. Und ein weiteres Holz hier oben auch noch. So. Bambus habe ich gefunden. Ich glaube, die Loot-Sachen, wo man findet, haben sie auch ein bisschen hochgeschraubt. Weil vorhin habe ich noch nie so viele Bambus gefunden. Habe ich nur einen Bambus gefunden. Ja, Holz findest du sehr viel. Und da haben wir die Kiste, die ich hier angesprochen habe. So, und wir können jetzt unser Floß bauen. Und ich denke mal, ein Floß, das ist das Wichtigste, was wir hier bauen können. Wir können auch eine Flagge machen. So, wir craften ein Floß. So, dass wir in die sieben Weltmeere gehen können. Mit Kohle kannst du eine Fackel machen. Möchte ich jetzt noch nicht. Damit machst du eine Falle, glaube ich. Und damit machst du einen Pfeil. Also fünf Pfeile, wenn man es genau möchte. So. Bambus. Bambus so machst du Fibels raus. Mit einem Stein kombiniert machst du gar nichts. Ja, den Stein haben wir schon. Mit Kohle machst du auch nichts. Gut, dann machen wir aus Bambus natürlich Fibels. Aus drei Fibels machst du ein Tuch. Tun wir auch mal. Weil jetzt könnten wir rein theoretisch eine Flagge noch tun. Was passiert, wenn ich da und das
Mache nix. Verband kannst du machen, wenn du nur das hast. Aber auch das brauche ich jetzt gerade nicht. Pfeile, wie viel haben wir? 5 Stück. Ja. Ja. Eins Punkt zwei Damage und ja. Wie viel hast du? Ja, okay. So. Ja, raus jetzt. Wir haben ja ein Floß. Jetzt, ich würde mal sagen, wir gehen von dieser Insel runter und gehen auf eine andere Insel, weil ein bisschen die Inseln erkunden. Allerdings auf der Seite, ja doch, gehen wir. Ja, gehen wir da geradeaus, genau. So, drücken wir mal B, wir haben ein Floß. Zack, da ist es. Jetzt musst du zum Floß auch noch schwimmen. So, schwimm, schwimm, schwimm. So. Und wenn wir jetzt hier das Segel runter machen. Ja. Na. Jetzt. So, und dann, wenn wir das halten und links nach rechts gehen, fahren wir links oder rechts. So. Piraten, nehmt euch in Acht, der Oberpirat kommt. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Schade, dass man jetzt hier nicht irgendwie umschauen kann. Also kann man schon, aber richtig schön das Wasser. Oh, da ist eine Höhle da drüben. Na, die erforschen wir das nächste Mal. So, wo fahren wir denn hin? Richtig stabiles Floß, muss ich sagen. Wir steuern geradeaus auf die Insel zu, auf die Flachinsel. Von da kamen wir. So sieht unsere Insel aus, von wo das wir kamen. Und ja. Ich denke mal, ich nehme jetzt mal. Na, wo willst denn du hin? Darum, jawohl. Natürlich wird das Floß nicht getragen oder getrieben zur Insel. Also, dann geben wir ein bisschen wieder Gas. Richtig gut gemacht. Zoomen kannst du auch nicht. Eigentlich logisch. Und bekanntes Territorium betreten wir. Entschuldigung, ich musste jetzt gerade überlegen, wie das schon wieder heißt. Und ich habe schon ein Tierchen gesehen. So jemanden sehe ich nicht, dass irgendwie hier. Ah, wo triffst du denn ab? Jemanden sehe ich nicht, wo irgendwie hier feindselig sein könnte, außer dem Tier. Ja, das kommt gut, das kommt gut. Los, geradeaus. So, unsere erste Erkundung auf einer fremden Insel. Und das, die ganze Überfahrt hat jetzt ungefähr 2 Minuten gedauert. So, Salt. Ein Sandbox. Survival Game. So, komm.
Nein, nicht rumzicken. Den ziehen wir ein. So, und so. Und jetzt natürlich wichtig ist, dass wir uns eine Waffe anziehen. Ich würde mal sagen, wir nehmen den Klopper. Und ganz vorsichtig. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn man tot ist. Klopfen wir mal an den Baum. Könnte ja jemand oben sitzen. Hier haben wir Stein. Auch noch lustig, dass man mit einem Klopper auf Stein klopft und dann Stein bekommt. Ah, ich glaube... Ah, nein. Was habe ich da? Road Topaz. Ich hätte ja getippt drauf, dass das jetzt irgendwie Kupfer sei, aber... Ja, die wollen einfach keine Frucht abwerfen. Oh, hier unten liegt noch was. Und da ein Elch. Schaut mal das. Wie schön, dass sie die Tiere gemacht haben. Richtig schön. Und jetzt ziehen wir unseren Pfeilbogen an. Und unser erster Schuss. Voll daneben. Oh je. Oh je, ich muss da glaube ich noch üben, was Pfeilbogenschießen angeht. Weil das war anscheinend nicht so gut. Wenn die Tiere davonrennen und nicht umfallen. So, noch mehr Stein. Wenn ich nur wüsste, was man mit so viel Stein machen kann. Ah, ein Schwert kann man mit Stein machen. 5 Stück muss man haben. Und ja, Nahrung habe ich bis jetzt noch keine. Ich hoffe, ich verhungere jetzt nicht. Und sonst wird die alle Zeugen eines... ja, hau nicht auf den Baum. Dann hau auf den Stein. Und hier drüben habe ich doch noch was gesehen. Oh. Ha? Group Collect. Aha. Was das auch immer ist. Also ich sammle jetzt hier erstmal alles auf. Mit Shift kannst du auch rennen. Oh. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Elch. Nee, Quatsch, habt ihr auch gesehen, ich weiß. So, ich probiere es nochmal. Ranzoomen. Ich finde das schon noch raus, wie man da jetzt wirklich mit einem Pfeilbogen schießt. War ich schon wieder zu laut? Oh nein, da steht er. Ah, bleib stehen. Bleib stehen. Schon wieder nicht getroffen. Ich glaube, ich bin ein Vollhonk mit dem Pfeilbogen hier. Pfeilbogenschießen will gelernt sein. Black Flower Collect. Warm Co... Okay. Ich will jetzt mein Elch. Du siehst aber auch nicht, wo der Pfeil hinlandet. Also da, wo das Kreuz ist, wohl nicht. Mann, wieso kann ich den Elch töten? Bin ich wirklich so bekloppt? Aha, der hat was bemerkt. Na, hör mal. Ein Wurm! Okay. So, jetzt hau den Lukas, lieber Elch.
Nein, nein, nein! Bleib da! Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. So ein Mist. So ein Mist. Nein! Der haut mich ja weg. Ah! Bleibst du jetzt stehen? Wieso hat er unendlich Ausdauer und ich nicht? Finde ich gemein. Stehen bleiben, lieber Elch! Ah! Du blödes Vieh! Kannst du schwimmen? Wasserscheu ist er. Ach nee, bergauf. Bleib stehen. Bleib jetzt stehen. Ich jag einem Elch nach. Das darfst du auch niemandem erzählen, hey. Ey, ich hab ihn getroffen. Verdammt. Bleib stehen. Bleib stehen. Ja. Habe ich keine Pfeile mehr? Oh. Oh. Keine Pfeile mehr. Das geht ja gar nicht. So, jetzt habe ich wieder 5. So. Und ausstatten. Ja, wenn ihr. Hä? Wenn ihr eine Ahnung habt, wie man Pfeil und Bogen in diesem Spiel benutzt. Da war doch gerade noch einer. Ach, der ist da unten. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Wo ist er jetzt? Der blöde Elch. Beim Wasser unten bist du. Hast du Durst? Boah, ich habe Hunger. Ich wünschte, ich könnte jetzt diesen Elch machen. Und wir haben eine Überfolge. So, letzter Versuch an diesem Elch. Ja, gegen den Mond. Du bist gemein. Sag mal, kann es wirklich sein, dass ich den einfach nicht treffe? So bekloppt kann ich doch nicht sein. Oh. Okay, alle Pfeile verschossen. Und mir bleibt wahrscheinlich nur noch ein Wurm übrig zum Essen. Ich will aber keinen Wurm. Was habe ich jetzt gemacht? Aha. Crafting. Wurm? There is not a craft by this item. Aha. Aber mit dem kann ich sicher angeln. Blackfold. Aha. 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 Ein Stein fehlt noch. Man findet hier sehr viel und man weiß aber nicht, was man mit den Sachen machen soll. Hm.
Und mit Kohle kannst du eine Fackel machen. Du kannst ein Campfire machen. Nö, so nicht. So, also ist gut. Ich nehme jetzt noch den Klopper in den Hand, zerschmettere diesen Stein. Und dann würde ich sagen, wäre es das wieder gewesen mit einem neuen, mit einem weiteren Let's Play. Ja. Doch, würde ich im Fall sehr gern. Okay, das funktioniert nicht. Immer wieder was Neues. Jetzt gehe ich noch mal zu unserem Floß. Das sollte nicht hier drüben sein. Sollte da drüben sein. Ach, die Pfeile, die ich da verschossen habe. Ah, mit Kontrolle kannst du schleichen. Das muss man auch zuerst wissen. Gut, diesen Elch versuche ich nochmal mit Schleichen. Verdammt! Gut, ich gib's auf. Ich gebe mich geschlagen. Ich bin einfach ein ungeborener Jäger. Und werde wahrscheinlich noch an Hungersnot sterben hier. Gut, dann nehmen wir noch diesen da, damit wir ein Erfolgserlebnis doch noch haben. So. Und jetzt machen wir uns ein Schwert noch schnell. Und dann gehen wir. Wirklich jetzt. So, ziehen das Schwert noch an. Und so sieht's aus. Can be used a fishing by bait and can change. Can be used a fishing. Kannst du doch irgendwie eine Angel machen. Aber wie? Wie macht man eine Angel? Also wenn ihr wisst, wie man eine Angel macht, dann bitte sagt's mir. Nee, Leute, ich habe es noch nicht rausgefunden. Gänseblümchen, wie du duftest. Ja, gut. Das ist mein Schwert. Mit dem würde ich den Elch sicher noch irgendwie packen. So. Letzter Versuch, wirklich, Leute. Jetzt muss es doch klappen. Mit einem Schwert. Einem Schwert und keiner Ausdauer. Mensch, die jagen mich hier auf der Insel rum. Das gibt's nicht. Wirklich nicht. Das glaubt mir keiner. Das glaubt mir jetzt keiner. Gut, misslungener Elchjagd. Aber okay. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke. Vielleicht habt ihr mir ja ein paar Tipps, wie ich das am besten anstellen soll mit dem Pfeilbogen oder mit den Elchen da, damit ich irgendwie zu Nahrung komme. Denn bei der nächsten Folge werde ich noch irgendwie versuchen, ein Campfire zu machen, um irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie den Wurm oder so zu packen. Ja, irgendwie kann man hier sicher noch das eine oder andere mehr machen. Ah, drei Logs und zwei Flintstones braucht man für ein Campfire. Ich habe nur einen Flintstone. Gut, ja. Wir schauen das nächste Mal und danke, Entschuldigung, dass es diesmal eine ein bisschen längere Folge wurde als eigentlich geplant. So, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.